Willkommen bei Seenluft 24 die Woche mit den aktuellen Meldungen und dem Wichtigsten der letzten Tage vom 4. März 2022. Die Stadt Schwarzheide hat die Geschäftsführung für das Jahr 2022 im regionalen Wachstumskern West-Lausitz übernommen. Lauchhammers Bürgermeister Mirko Buhr übergab am Donnerstag den Staffelstab an seinen Amtskollegen Christoph Schmidt. Bei dem Treffen berieten die Bürgermeister und Wirtschaftsförderer der Städte über konkrete Projekte und Ziele der regionalen Wirtschaftsförderung, die im Jahr 2022 gemeinsam umgesetzt werden sollen. Die Sicherung des Fach- und Arbeitskräftebedarfs für die in der Region tätigen Unternehmen ist dabei auch weiterhin eines der zentralen Themen. Die Spendenbereitschaft in der Lausitz für die Menschen in der Ukraine ist enorm. In dieser Woche sind mehrere, zumeist privat initiierte Hilfstransporte in Richtung Ukraine gestartet. Hohe Spendenbereitschaft für die Menschen in der Ukraine. In der Geschäftsstelle der Linkspartei in der Senftenberger Schlossstraße türmten sich schon kurz nach dem Aufruf die Sachspenden. Bereits am Dienstag gingen sie auf den Weg in die Ukraine. Auch der Künstler Alexander Knappe war bei einem in Cottbus organisierten Hilfstransport dabei. An diesem Samstag startet ein von der in Kleinkoschen lebenden Ukrainerin Maria Lyschnia gemeinsam mit dem Theater organisierter Hilfstransport Richtung Ukraine. Sachspenden werden weiter entgegengenommen, sowohl bei der Linkspartei als auch im katholischen Pfarramt in der Karlauer Straße in Senftenberg. In Lauchhammer können Sachspenden im Mehrgenerationenhaus abgegeben werden. Geldspenden sind unter anderem über den Landkreis OSL möglich. Die interministerielle Arbeitsgruppe des Landes hat weitere 4 Projekte im Rahmen der Lausitzer Strukturentwicklung bestätigt. Damit können Sie jetzt Fördermittel bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg beantragen. Insgesamt handelt es sich um Vorhaben mit einem Volumen von rund 125 Millionen Euro. Unterstützt wird auch der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg. Er will weitere Flächen für den Tourismus im Seenland entwickeln, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützt werden unter anderem auch eine Studie zum Aufbau eines Wasserstofftransportnetzes und der Aufbau des Bildungszentrums Gesundheit Lausitz in Cottbus. Der Südteich am Seecampus in Schwarzheide soll einmal ein Naherholungsgebiet werden. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wichtige Sicherungsmaßnahmen konnten jetzt abgeschlossen werden. Die Arbeiten zur Sicherung der Einspülflächen im Südteich in Schwarzheide konnten nach 3 Jahren Bauzeit erfolgreich beendet werden. Das teilt die LMBV mit. Die nicht trittfesten Ufer- und Flachwasserbereiche wurden bis zu einer Mindestwassertiefe von 2 Metern abgetragen. Insgesamt wurden 240.000 Kubikmeter Schlamm mit einem Saugspülbagger innerhalb des Restloches 29 verlagert. Der erste Bauabschnitt umfasste die Kohleschlammfläche an der Nordwestböschung unterhalb des Seecampus. Der dritte, die Eisenhydroxidschlammfläche mit kalkhaltigen Ablagerungen im westlichen Bereich. In den kommenden Jahren sind noch 4 weitere Bauabschnitte erforderlich, um die öffentliche Sicherheit herzustellen. Seit dem 3. März dürfen ambulante Patienten wieder uneingeschränkt die Praxen des Dahner Gesundheitszentrum Niederlausitz im Krankenhaus Lauchhammer betreten. Ein vorheriger Antigen-Schnelltest ist für symptomfreie Patienten nicht mehr zwingend notwendig. Möglich macht das die extra ausgewiesene Wegeführung am Standort Lauchhammer vom Haupteingang durch das Foyer bis hin zu den Praxen. Wichtig sind jedoch das Tragen einer FFP2-Maske sowie die gründliche Händedesinfektion. Auch die Behandlung in der ambulanten Physiotherapie ist mit der neuen Regelung möglich. Die aktuell geltenden Besuchsregeln für Patientenangehörige bleiben zunächst weiterhin bestehen. Seit dieser Woche sind im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Novavax möglich. Anlaufpunkt dafür ist die Impfstelle in der Karlauer Straße 3 in Senftenberg. Die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs Nuvavoxid vom amerikanischen Hersteller Novavax sind in der Impfstelle des OSL-Kreises in Senftenberg angekommen. Zuerst sollen Beschäftigte, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen betroffen sind, die Möglichkeit bekommen, sich mit Nuvavoxid impfen zu lassen, so das Gesundheitsministerium. Wie es heißt, seien im Land am vergangenen Freitag insgesamt 42.000 Impfdosen angekommen und anschließend verteilt worden. Alle Termine und eine Karte der Impfangebote im Kreis finden Sie unter osl-online.de. Und hier geht es jetzt weiter mit unseren Kurzmeldungen. Die evangelische Kirchengemeinde, das katholische Pfarramt St. Hedwig und die Stadt Lauchhammer laden alle Bürgerinnen und Bürger am 6. März um 10.30 Uhr zu einer Friedensandacht in die Nikolaikirche nach Lauchhammer Mitte ein. Gemeinsam soll ein Zeichen für Frieden in Europa und gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt werden. Die Tarifauseinandersetzungen für die nichtärztlichen Beschäftigten der Sana-Kliniken Niederlausitz ist beendet. Unter anderem erhalten alle Mitarbeitenden in Vollzeit eine Einmalzahlung von 450 Euro.
Für Pflegekräfte steigt das Monatsgehalt bis Oktober in 2 Schritten um insgesamt 165 Euro. Absteigen und schieben heißt es für Radfahrer, die mit dem Fahrrad zwischen Tettau und Lauchhammer West unterwegs sind. Aufgrund von Sicherheitsmängeln ist die Brücke vorübergehend gesperrt. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein und die Brücke dann wieder freigegeben werden. Der SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Roig fordert die Deutsche Umwelthilfe auf, ihre Klage gegen das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe zurückzuziehen. Mit der Klage wolle die Umwelthilfe den sofortigen Stopp des Tagebaus Jenschwalde erzwingen, so Roig. Ein sofortiger Stopp hätte in der aktuellen Situation Einfluss auf die Versorgungssicherheit und aus ökologischer Sicht sei ein Anhalten des Tagebaus ein Desaster, so der Abgeordnete. Vor dem Hintergrund der aktuellen außenpolitischen Lage fordert Roig zudem, den geplanten Kohleausstieg im Jahr 2030 kritisch zu hinterfragen. Das waren die wichtigsten Meldungen der letzten Tage und hier folgt nun für Sie das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Es bleibt weiter wechselhaft mit einigen freundlichen Abschnitten und mit Nachtfrösten. Der Samstag wird recht schön mit wenigen Wolken, es bleibt trocken bei maximal 4 Grad. Am Sonntag zeigt sich zunächst noch etwas Sonne, ab dem Nachmittag ziehen dichtere Wolkenfelder auf und die Werte erreichen höchstens 3 Grad. Der Montag ist dann wieder wechselhaft, Niederschläge sind aber nicht in Sicht, bei Werten um 5 Grad.